Hi Leute, ich begrüße euch zu einer Sonderausgabe und zwar zur Sonderausgabe JBL Testkoffer Marine und zwar in einer Neuauflage. Und ja, die Firma JBL ist über den Herrn, über Mark Flatter an mich herangetreten und es wurden Tester gesucht, die sich das Ganze mal anschauen und darüber berichten, wie das Ganze so funktioniert, wie es aussieht. Ja, und hier haben wir das gute Zeug nun. Einmal den bekannten Kombitest Magnesium-Calcium, wo sich aus dem gemessenen Magnesiumwert abzüglich des gemessenen Calciumwert dann die einzelnen Werte ergeben. Sprich, Calcium kann ich ganz normal messen, da komme ich auch direkt auf den Wert. Bloß bei Magnesium muss ich im Vorfeld den Calciumwert gemessen haben, damit ich den Wert, den ich bei Magnesium messe, abziehen kann, um dann auf den tatsächlichen Wert zu kommen. Ein kleines bisschen kompliziert, aber ich hatte damals mal einen Test gehabt von denen, der war vollkommen daneben, aber kommen wir gleich zu. Ich habe die Tests gestern Abend schon mal durchgeführt und ja, kommen wir erstmal zum Koffer. Der Koffer, wie ihr sehen könnt, schön bunt das Ganze gemacht, damit das auch farblich hier jeder erkennen kann. pH, KH, NH4, NO3, NO2, PO4. So, und damit das auch jeder kann, oder zumindest in unserem europäischen Raum hier, gibt es das Ganze in 15 verschiedenen Sprachen als Anleitung im Koffer. Das ist doch schon mal was Feines. Dann machen wir das Ding mal auf. Und schauen wir mal, was da so drin ist. Was als erstes ins Auge fällt, ist die große Farbkarte. Und ich muss auch sagen, von den Farben her, die da dargestellt sind, ist das ziemlich gut ablesbar. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist auch eine Farbkarte hier, die jetzt für alle JBL-Tests gültig sind. Also sprich, man hat hier an der Seite so kleine Symbole, das zum Beispiel hier ist die Farbkarte für den pH-Test von 3 bis 6,5, also sprich nur für Süßwasser. Hier haben wir dann die Farbkarte für den oberen Bereich. So, und da wäre dann der Test Marine, der für uns zuständig ist, 7,4 bis 9. Was sehr schön gemacht ist, auf diesen Farbkarten ist jeweils auch immer eine Anleitung mit aufgedruckt. Ja? Wie man es zu machen hat, wie es aufzulegen ist auf die Farbkarte, wie lange man zu warten hat teilweise, steht dann auch mit drauf. Und das sind die einzelnen Farben hier. Kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Farbkarte legen wir mal kurz zur Seite. Dann ist in dem Koffer eine Wassertabelle, auch komplett aufgeteilt in Moment, machen wir mal scharf. In Süßwasser mit Fischen, mit wenig Fischen, Teich und Meerwasser. Da sind die Ist- und Sollwerte, beziehungsweise da sind die Sollwerte drauf aufgelistet. Wobei ich dazu sagen muss, das sind, ich sag mal, für SPS-Becken ist es nicht ganz so groß, aber für normale Becken oder beziehungsweise für einen Anfänger sind diese Bereiche, die jetzt hier aufgeführt sind, sind okay. Wenn es natürlich ans Eingemachte geht, an Korallen, die mehr haben wollen, beziehungsweise bessere Werte, dann ist das hier grober Anhalt, aber das mehr dann auch nicht. Ja? Man kann das Ganze dann hier aufklappen und hat dann hier eine schöne große Tabelle, wo das Ganze eingetragen, abgelesen werden kann. Und wie ihr seht, habe ich ja schon Werte eingetragen. Kommen wir auch gleich zu. So, weiter geht's. Dann haben wir hier die genaue Anleitung. Und zwar für alle Tests, die JBL anbietet. Das heißt also, ich muss mir von denen, die hier in dem Koffer drin sind, muss ich mir die entsprechenden hier raussuchen. Ja, zum Beispiel hier ganz zu Anfang ist der KH-Test. Finde ich schon mal sehr sinnvoll, weil KH ist im Endeffekt das, was bei uns als erstes gemessen wird. Und dann geht es dann hier dementsprechend weiter mit allen möglichen
Tests, wie auch eben schon aufgeführt. Also hier nochmal die Übersicht, welche Tests alle hier drin beschrieben sind und welche Tests es im Endeffekt tatsächlich auch immer gibt. Das, was ich jetzt hier habe, ist ein begrenzter, also ein Starter-Kit. Ja, reicht aber in meinen Augen für mein Becken hier, was sowieso nicht so hundertprozentig, wo ich so hundertprozentig auf die Werte achte oder nicht so genaue Werte haben muss, reicht mir dieses Starter-Kit hier vollkommen aus. So, dann schauen wir mal. Ja, hier haben wir dann pH. Und was mir dann auch aufgefallen ist, gehen wir jetzt mal hier an NA4. Auf jedem, Moment, Scharfstellen, da. Auf jeder Reagenz steht die Nummer drauf, also in welcher Reihenfolge es reinzupacken ist. Und nochmal zusätzlich die Tropfenanzahl. Auch sehr gut gelöst. Finde ich recht gut, da muss ich nämlich nicht immer nachschlagen. Und ja, wir haben hier pH, NA4, NO2, NO3, PO4 und hier unten dann noch den KH. Das sind die entsprechenden Werkzeuge noch dazu. Hier unten sind noch zwei Pülverchen. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Aufnahme für die beiden Testgefäße hier. Und einmal die Spritze und einmal das Werkzeug. Und dann führen wir ganz einfach mal den Nitrat-Test. Ja, also, ja. NO2. So, jetzt haben wir erstmal alles. Machen wir das Köpfchen schon mal zu. Beziehungsweise packen auch wieder die Beschreibung rein, weil, wie ich ja eben gesagt habe, kann man das Ganze auch von den Karten ablesen. Also ein kleines bisschen Ordnung hier reinbringen. So, nehmen wir mal. Eben kurz durchblättern. So. Gehen wir mal von der Halterung hier runter. So, und hier haben wir jetzt zum Beispiel den NO3-Test. Der ist schon etwas umfangreicher. Da müssen wir dann zum Beispiel 10 ml des zu testenden Wassers in jede dieser Behälter reinpacken. Dann kommt als allererstes das Pülverchen rein. Dann anschließend die Tropfen. Entsprechende Anzahl steht auf den Flaschen drauf. Und ja, das Ganze dann mischen, 10 Minuten warten und anschließend kann das Ganze dann an der Farbtabelle abgelesen werden. Und ja, ich führe das Ganze jetzt mal durch und gehe gleich weiter. So, jetzt habe ich mir mal alles zurechtgestellt und auch schon ein kleines bisschen vorbereitet. Grundsätzlich gilt, egal ob JBL oder welcher Wassertest auch immer, die Gefäße, mit denen ich arbeite, die müssen grundsätzlich mit dem zu testenden Wasser gründlich vorher ausgespült werden. Ein bis zweimal mindestens, damit wir auch auf die richtigen Ergebnisse kommen. So, jetzt steht auf der Farbkarte, die sollen beide jeweils 10 ml Wasser enthalten. Füllen wir da mal eben ein. Das sind einmal 5. Noch einmal 5. So, ich habe das im Vorfeld schon durchgespült. Jetzt gehe ich hin, laut Anweisung, und packe dann einmal 2 von den größeren, also sprich von dieser Seite hier, von dem Pulver rein. Und ja, jetzt habe ich einen kleinen Trick. Mal eben gucken, ob ich das. Ja, sieht man nicht. Ich gehe mit der Kappe hin. Ja, seht ihr, jetzt schmeiße ich ganz zwischen durch die Gegend. Nein, ich gehe mit der Kappe hin. Und das heißt ja immer ein gestrichener Löffel. Ja, nicht gehäuft, sondern gestrichen. Halte das Ganze über den Behältnis, wo es eigentlich rauskommt. Und streiche das mit der Kappe dann in das Behältnis ab, so dass ich einen gestrichenen Löffel von dem Pulver habe. Ja? Somit gehe ich hin und
stelle sicher, dass ich immer die gleiche Menge an Pulver habe. So, Pulver ist drin. Und laut Farbkarte soll ich jetzt direkt das zweite dazu packen, das zweite Element. Und da steht drauf 6 Tropfen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, sieht das schon mal recht interessant aus. Es bewegt sich da drin, es blubbert. Ich habe geschlabbert hier am Tisch. Ferkel. Jetzt gehe ich hin, schraube das Ganze zu und muss das Ganze eine Minute schütteln. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass sich alles auflöst. Also man sollte dann ins Glas reinschauen, mal ein bisschen weg, ins Glas reinschauen, dass sich alles aufgelöst hat. Und man sollte auch die Zeiten, die angegeben sind, genau einhalten. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten stimmt die Farbkodierung anschließend nicht. Die 10 Minuten warten wir jetzt nicht ab. Ich mache jetzt gleich mal einen Zeitsprung und dann kommen wir direkt zum Ablesen bzw. wie man das Ganze dann genau hinstellt. So Leute, jetzt habe ich den Test durch. 10 Minuten sind um. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Grundsätzlich oben ist die B-Probe, also sprich die Gegenprobe, das Wasser, was klar bleibt. Und das ist die zu testende Flüssigkeit mit den Chemikalien drin. So, jetzt haben wir hier unsere Farbkarte und sehen, können dann von oben vergleichen, okay, das, ja, nee, das passt nicht, das, also JBL sagt Wert von 1. Ja, kann noch ein kleines bisschen höher sein, aber die Farbe, die passt nicht wirklich zueinander. Ja, gehen wir jetzt nochmal eine Höhe, dann seht ihr das, dass der Farbunterschied zu hoch ist, also ich tendiere hierhin, wobei ich jetzt sagen muss, aufgrund der Tatsache, dass das hier 10 Milliliter zu testen, das Wasser sind. Die anderen sind besser ablesbar. Ich hatte jetzt extra diesen Test hier gewählt, weil das nämlich so ein kleines bisschen, ein bisschen tricky ist. Bei den anderen ist es definitiv einfacher. Das habe ich gestern getestet. Ja, weil ich die Werte ja schon durch habe. Okay. Ja, also JBL sagt 1. Ich komme jetzt nochmal hier zu der Tabelle, die ich eben erwähnt habe. Und zwar, ich habe ja gestern schon zwei Durchläufe gemacht. Beziehungsweise drei. Einmal mit meinen Haustests von Salifair. Gehen wir mal von oben nach unten. Wir haben einmal die Carbonathärte, die ich gemessen habe. Bei Salifair habe ich genauere oder detailliertere Angaben im Komma-Bereich. Okay. Wer es jetzt wirklich braucht bei SPS-Becken, okay, kann man machen. Man sieht aber auch, dass ich mich mit der ersten Messung verhauen habe. Kommt wahrscheinlich daher, weil ich wahrscheinlich das Glas nicht richtig ausgespült habe oder irgendwas anderes falsch gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall wahrscheinlich nicht sauber gearbeitet. Da kam 6 raus und hat mich natürlich direkt geärgert. Ich sage, guck mal, 7,7 mit Salifair, 6 mit JBL. War natürlich doof. Ich sage, okay, machen wir noch eine Messung. Und bei der zweiten Messung kamen dann 7 bis 8 raus. Ja, 7 bis 8 aufgrund der Tatsache, dass der Farbumschlag, der stattfinden sollte, bei 7 angefangen hat, aber nicht voll ausgeprägt war. Und bei 8 war er dann komplett ausgeprägt. Das heißt also, wir haben so einen Ansatz bei 7. Also das würde sich dann mit dem Ergebnis von Salifair decken. Ja, also so müsste der Farbumschlag dann aussehen. Ich blende die gleich auch nochmal zum Schluss, nochmal die ganzen Farbumschläge ein, damit man die einzelnen Farben sehen kann, die ich gemessen habe. Ich habe das noch extra fotografiert. Da kommt dann zum Schluss noch eine kleine Bilderserie hinterher. Ja, zum zweiten pH. Gemessen mit Salifair 7,7. Gemessen mit JBL 7,6. Die 7,6 kommen daher, weil, Moment, das muss ich euch eben zeigen. 7,4 bis 9, genau. Rückseite der Karte. Schaut mal hier. Da geht das Ganze, ja, haben wir 0,2 Schritte. 7,4, 7,6, 7,8, somit keine 7,7 und die Farbe passte halt genau mit 7,6. Okay, Ammonium gemessen mit Salifair habe ich das leider nicht notiert, waren es 0.
Hier sind es 0,5. Und bei diesen 0,5, 0,05, da habe ich mich verschrieben. Entschuldigung. Also weniger 0,05. Ja, das war die Farbe hier. Könnt ihr nachher auch noch auf der Farbkarte sehen, wenn ich die einblende. Das passt also. Nitrit habe ich nicht. Nitrat habe ich mit Salifair 2 gemessen und wie wir gerade eben gesehen haben, JBL zeigt 1 an. Phosphat war 0,03 gemessen bei Salifair und hier zeigt er mir 0,1 an. Das ist natürlich jetzt eine Diskrepanz, die relativ groß ist. Wo es jetzt genau dran liegt, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich habe den Test von JBL zweimal durchgeführt und den Salifair-Test auch und bin alle Male auf das gleiche Ergebnis gekommen. Also, ja, wie gesagt, das ist ein Starter-Kit hier. Es sind Werte zum grob Einschätzen. Es ist nichts hundertprozentig Genaues, weil es sind immerhin Tröpfchentests. Also da muss man, also das muss man so sagen. Gut, kommen wir jetzt noch zu der Kleinigkeit hier von Magnesium und Calcium. Testreihenfolge ist ja, ich muss als erstes, um einen Magnesiumwert zu kriegen, den Calciumwert voraus haben. Das heißt, ich fange am besten mit dem Calciumwert an. Der gemessene Wert hier von Salifair war 390 und 420 dann mit JBL gemessen. Okay, das sind 30 Punkte Differenz. Kann ich mit leben. Das ist nicht wirklich schlimm, weil diese, ich sag mal, Calcium und Magnesium, da haben wir Werte, haben wir Bereiche, große Bereiche, wo wir mit arbeiten können. So, Magnesium hatte ich jetzt gemessen mit 1800. Da werden dann die 420 von abgezogen, also 1380. Und gemessen hatte ich mit Salifair 1350, also auch 30 Punkte Differenz. Nicht weiter schlimm, aber die beiden tun sich ja im Endeffekt dann von der Wertigkeit her nicht viel. Ich finde das soweit okay. Wie gesagt, ich hatte damals einen Magnesium-Calcium-Test gehabt, der hat um Längen daneben gehauen und wahrscheinlich auch, weil er falsch gelagert wurde, wo ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen werde, weil die Lagerung dieser Tests sollte an einem, ja, nicht kühlen, aber nicht warmen Ort sein. Sobald die Dinger geöffnet sind, darf das nach Möglichkeit nicht irgendwo warm lagern, weil diese Tests dann umschlagen und nicht mehr genau messen können. Genau das ist mir damals wahrscheinlich mit den JBL-Tests passiert. Und dann habe ich umgewandelt, bin ich dann rübergegangen nach Salifair, habe die dann gleichzeitig vernünftig gelagert und bin seitdem dabei geblieben. Ja, also, alles in allem, dieses Testkit hier, dieses Starterkit und Magnesium-Calcium-Test haben mich pauschal gesagt ein klein wenig beeindruckt, weil allein von der Ablesbarkeit her passt das. Wie genau die Werte jetzt stimmen mit meiner Messreihenfolge bzw. Messmethode, sollte ich dann vielleicht mal durch einen Labortest gegenchecken lassen. Also sprich, ich ziehe zwei Wasserproben an einem Tag. Einmal führe ich dann einen JBL-Test durch und die zweite Probe schicke ich dann nach Triton oder ATI oder wo auch immer hin und lasse das gegentesten. Und dann habe ich einen Anhalt, wie genau diese Charge, die ich mir gekauft habe oder die ich jetzt hier vor mir stehen habe, tatsächlich getestet. Das ist die Sache, so wie ich es machen würde, damit ich auch sicher bin. Andersrum kann man natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Multireferenz und teste das darüber gegen. Geht natürlich auch, aber mit den Labortests habe ich natürlich weitaus genauere Werte. Für mich sind diese Tröpfchentests hier grundsätzlich nur, ist das ein grober Anhalt. Und mehr sollte es in meinen Augen auch nicht sein. Wir müssen ja in irgendeiner Form ständig überprüfen, ob unser Wasser passt. Und dafür ist dieses Set hier, das Starterkit und das Magnesium-Calcium, ist in meinen Augen gut geeignet, gut ablesbar, auch für Anfänger. Es ist in insgesamt 15 Sprachen in der
in der Beschreibung, die im Koffer mit drin ist, auch komplett beschrieben. Das heißt also, das kann in Europa eigentlich fast jeder lesen und durchführen. Finde ich gut. Und alles in allem ist auch alles gut aufgegliedert. Ja, gucken wir uns den Koffer noch mal kurz an. Machen wir den mal eben auf hier. Ja, das ist alles vernünftig da. Es kann nicht rott werden oder so. Man muss natürlich auch mit den Testgefäßen hier, muss man, wenn man das alles wieder wegpackt, ordentlich auch das alles wieder vernünftig sauber machen, damit sich auch nirgendwo was ansammelt und anschließend auch am nächsten Tag bzw. bei der nächsten Messung alles vernünftig wieder funktioniert und auch richtig anzeigt. Da muss eine gewisse Sauberkeit im Vorfeld herrschen, damit das auch alles funktioniert. Ja, aber wie auch schon gesagt, ich finde es gut. Die Tests sind einfach durchführbar und gut ablesbar und ja, kann mich nicht genug beschweren. In diesem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr dieses Video seht und wir sehen uns dann zum nächsten Teil meines Aquarientagebuches, was dann nächste Woche erscheinen wird. In diesem Sinne, euer Viper.